Trainer 1:1 im dritten Vorbereitungsspiel bzw. im zweiten richtigen Testspiel. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, ich glaube, heute waren wir natürlich nicht zufrieden. Das können wir auch nicht sein. Wir haben heute natürlich nicht das auf den Platz gebracht, was wir wollten. Hat sicherlich ein bisschen was mit der Müdigkeit auch zu tun in der Woche. Ja, das war uns auch klar, dass jetzt dann irgendwann mal auch so ein kleiner müder Zeitpunkt kommt. Ja, der war heute auf jeden Fall zu sehen. Der Platz war auch leider ein bisschen stumpf. Dadurch ist der Ball nicht so in der Geschwindigkeit gerollt, wie wir es gerne hätten. Und wie es dem Gegner natürlich auch ein bisschen mehr gelegen kam. Aber wir waren einfach auch nicht gut. Und Offenbach hat es gut gemacht, waren aggressiv, haben gut verteidigt, haben die Zweikämpfe angenommen. Trotzdem glaube ich, hätten wir es verdientermaßen gewinnen können. Ja, ich glaube nicht, dass die Offenbacher besser waren als wir oder beziehungsweise gleichwertig, sondern wir hatten schon einige eigene Aktionen. Offenbach hat nicht ganz so viele gehabt. Jetzt zum Schluss war es dann nochmal die Ecke, die dann reinrutscht. Und das ist natürlich ärgerlich. Ein 1:0 hätten wir heute auch gerne mitgenommen und dann hätten wir uns gut gequält gehabt und dann wäre es ein guter Test gewesen. Am Montag geht es ins Trainingslager nach Bad Gögging zum dritten Mal. Auf welchen Kader kannst du da zurückgreifen? Wer kann nicht mit? Ja, eigentlich können wir fast auf alle zurückgreifen. Nur Jules Schwadorf ist der Einzige, der nicht mitfährt. Alle anderen fahren mit, sind bereit, sind fit. Klar, bei Jan Bartels müssen wir noch schauen. Der hat auch natürlich ein paar Problemchen noch, ja, wo wir noch nicht volles Risiko gehen wollen, wo wir das erst richtig ausheilen müssen. Da kann es sein, dass er im Trainingslager einsteigt, vielleicht aber auch erst danach. Nimmt man gerade bei den Neuzugängen dann auch mal Spieler mit, die vielleicht noch nicht voll trainieren können, damit sie, sagen wir mal, zumindest die Integration in die Mannschaft erleichtert haben? Ja, er kann Torwarttraining kann er machen, nur Mannschaftstraining noch nicht. Also deswegen nimmt man Jan Bartels auf jeden Fall mit, weil er kann sich richtig fit machen, läuferisch richtig fit machen. Er kann natürlich auch Torwarttraining schon machen, Fangarbeit machen. Ja, bloß keine langen Bälle schlagen, keine Sprints. Deswegen bringt es nichts, ihn irgendwo ins Mannschaftstraining mit einzugliedern. Das macht keinen Sinn. Aber alles andere kann er machen. Bei Jules ist es so, dass er einfach noch ein Reha-Programm machen muss, ja, weil er kann noch nicht mal 100% laufen, ja, und von daher müssen wir da eher ein bisschen langsam machen und deswegen bleibt er in der Reha und da ist er besser aufgehoben als jetzt bei uns, wo er dann nur so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen gewesen wäre. Wie zufrieden bist du bislang mit der Vorbereitung bzw. inwieweit haben jetzt, sagen wir mal, auch die Wetterkapriolen, was die Temperaturen angeht, vielleicht sagen wir mal, dazu geführt, dass das Programm nicht so ganz, wie es vielleicht geplant war, durchgezogen werden konnte? Och, wir haben es durchgezogen. Ja. Das ist natürlich dann durch einen Tick härter, aber das gehört dazu. Das kennen die Jungs aus der Vorbereitung. Ich kenne es schon ewig aus der Vorbereitung. Da gibt es einfach mal Phasen, da ist es extrem hart. Ja. Auch wenn die Temperaturen nicht ganz oben sind, tun gewisse Trainingseinheiten weh. Das muss auch so sein, dass man dann einfach zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Verfassung ist. Und da werden wir dann auch sein zum ersten Spieltag hin. Das haben wir bis jetzt immer geschafft und von daher werden wir das dieses Jahr auch wieder schaffen. Letzte Frage. Heute wurde der Spielplan veröffentlicht. Wir empfangen zu Hause den KSC. Wie zufrieden bist du insgesamt mit dem Spielplan? Ach ja. Spielplan ist Spielplan. Ich habe ihn nicht gemacht. Ich muss ihn so annehmen, wie er ist. Und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich damit zufrieden oder unzufrieden bin. Wir nehmen es so. Wir haben das erste Spiel zu Hause. Also versuchen wir, den KSC zu Hause natürlich auch zu schlagen. Wir haben es schon mehrmals geschafft, den KSC in dieser letzten Saison jetzt auch zu bezwingen. Es ist ein Dauerrivale und ist ja auch logisch, dass das eigentlich am ersten Spieltag auch dann zu dieser Begegnung kommt. Dankeschön. Danke.